Recht herzlich willkommen zur 49. Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Wir sind mitten im Krieg. Österreich greift uns an mit seinen Kumpanen und die Engländer sind auch wieder dabei und wir sind wieder ganz schlecht dabei. Hier wird schon von unser Land auch besetzt. Ja, ich versuche gerade hier die englische Sache hinzukriegen, dass wir da einen kleinen Plus hier kriegen und vielleicht einen weißen Frieden hin, aber ich sehe so, dass das wahrscheinlich auch wieder nicht klappen wird. Da werden die sich sowieso nicht mit abgeben. Wenn wir die Gascogne jetzt auch gleich haben sollten. Ich wäre schon mit einem einfachen Frieden mit England zufrieden. Ile-de-France wird jetzt auch belagert. Im Prinzip heißt das nicht viel, wenn das belagert wird. Gucken, was die Engländer jetzt sagen. Nee, die wollen immer noch nicht. Dann befreien wir uns erstmal hiervon. Obwohl, wenn ich die Truppen da oben alle sehe, dann kriege ich das kalte Grauen. Weil die sind dann doch bei Weitem in ihrer Gesamtheit besser wie wir. Oh, ich sehe gerade, wir haben 7% plus. Aber den Frieden kriegen wir immer noch nicht hin. Gegenüber den Engländern haben wir jetzt die Oberhand ein bisschen. Ich weiß nicht gerade warum, aber es ist so. Die kontrollieren die Provinz. Können irgendwo investieren. Sollten wir auch tun. Okay. Jetzt müssten wir eigentlich unseren ersten Entdecker haben, ne? Sieht so aus, genau. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Ich rutsch mal hier rüber. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir noch eine Länderei von uns befreien können. Am liebsten wäre ja das, ne? Wenn ich in irgendeiner Form hier einen weißen Frieden hinkriegen würde, ne? Aber das sieht nicht danach aus, dass es klappt. Lebensmittelknappheit da oben, klar. Aber 26 Truppen, da 19. Was willst du dagegen ausrichten? Die Engländer kommen jetzt hier unten auch wahrscheinlich mit Leuten wieder rum. Wenn Berry frei ist, gehe ich da runter. Ja, wir haben sogar hier noch was besetzt. Gucken, ob wir da rüberziehen können. Mal sagen die Engländer jetzt, da sind 8% gerade da. Wollen sie nicht. Und da kommt jetzt eine 30er Armee. Von Brandenburg, ja. Und den Österreichern zusammen, okay. Das heißt, wir müssen verschwinden, haben wir keine andere Chance. Was ist das hier? Wer marschiert denn hier? Ach, das ist hier, die Alençon. Die haben natürlich hier 55, ne? Ups, sorry. Ich das Mikro erwischt. Was machen wir da? 30, 49 und 8, 57 und wir haben mal gerade 32. Tja, und kolonisiert jetzt das Land. Das gibt's da, glaube ich, auch, ne? Ja. Dann müssen wir gleich gucken, wie das da weitergeht. Ich marschiere mal dahin und dann gehen wir mal gen Zentrum Wien. Oder sowas. Keine Ahnung, wo die zu Hause sind. Steiermark, Mähren da oben. Gegen die Engländer haben wir jetzt schon 9%. Aber wir kriegen da keinen weißen Frieden hin. Nee.
Flotte ist wahrscheinlich auch kaputt. Die haben wir auch verschlafen. Komme aber da nicht hin, weil hier so viele sind. Von denen. Ich würde gerne diese angreifen. Aber die sind zu nah. Wir kontrollieren die nächste Provinz. Und wir gehen hier hinten hin und scharren erstmal die Neuner da kaputt. Wir brauchen auch irgendwelche Siege. Die kommen jetzt entgegen. Ich hoffe, dass die Schlacht vorher zu Ende ist, bevor hier nachher die kommen. Ja, jetzt rücken die nach, ne? Ist klar. Eigentlich müssten wir es aber auch schaffen. Ah, die 30er Armee rutscht dann auch noch nach. Nee, dann schaffen wir es wieder nicht. Na super, ne? Da bereiten wir uns jetzt unsere ganze Truppe auf. Toll. Die kommen jetzt nach und dann haben wir verloren. Ja, super. Verloren. Ja, jetzt rutschen wir auch noch da irgendwo lang. Ist ja auch schön, ne? 100%. So, Friedensbeziehungen mit England sind gleich null. Friedensmöglichkeiten, nicht Beziehungen. Das ist... Da können wir nirgendwo hinziehen, oder was? Wie, wir können nicht dahin, wo wir hinwollen? Die haben natürlich eine Truppenmoral, wir kommen auch gar nicht wieder hierher, oder was? Ist ja echt hart. Ja. Und das werden wir verlieren aufgrund von schlechter Moral, ne? Ja. Ja, da hinten haben wir jetzt Portugal gerade verloren. Das ist... Ja, England hat jetzt auch gerade angegriffen. Was soll's, ne? Wollen wir uns keine Gedanken drum machen. Das ist verloren gegangen. Da läuft eine 30er Armee, die gleich uns entgegenkommt wahrscheinlich auch noch. Ja, da kämpfen wir gegen oder sind wir durchmarschiert? Das ist schade. England macht gerade seine Provinzen frei. Wir stehen wieder doof da. Können nicht kämpfen, sind einfach zu doof dazu. Hier senden ist nix. 18. Wow. Müssen wir uns keine Gedanken mehr drum machen, oder? 30, 7. Poitou. Kommt mal alle rein hier ins Land. Schwabs Einfluss weg. Brauchen wir auch nicht. Der hilft uns auch nicht mehr. Tja,
Traurig, aber wahr. Die 29 Armee, die ist hinter uns her jetzt. Wieder ein Kredit. Auch schön. Hier unten, das ist auch verloren. Alles super. Toll, noch ein Krieg gegen irgendwen oder was? Ein Friedensangebot von Österreich. Wir verhandeln im Namen des gesamten Bündnisses und sie verhandeln im Namen ihres gesamten Bündnisses. Okay. Nee, da so viel nicht. Ja. Kommt sie. Ja, was wollen wir da tun, ne? Haben wir doch sowieso keine Chance. Da sind sie. Wir werden das Ding ganz klar verlieren, wo wir keine Moral haben. Die saust hier gerade runter. Richtig toll, ne? Da oben ist auch Österreich. Unser Land zerfällt. Nächste Friedensangebot. Lehnen wir ab. Haben wir verloren, ist klar. Wenn wir mit den Engländern einen einzelnen Frieden erstmal schließen. Warum geben wir denen das, oder? So. Das und das den geben die immer noch nicht Ruhe. Guck mal, das ist schon Wahnsinn, da passiert auch nichts. Hallo? Wir geben dir erstmal unsere Kernprovinzen alle auf. So, man kann wohl nur das abgeben, was die Engländer besetzt haben, oder wie sehe ich das? Ja, geben wir alles ab, dann haben wir Ruhe, ne, oder was? Warum das jetzt umgeschaltet ist, weiß ich auch wieder nicht. Super, ha? Keine Ahnung. Ja. Wo können wir denn Baracken bauen?
Ah, hier unten. Und da. Ja. Ja, was wollen wir machen? Wir können eigentlich gar nichts machen momentan. Gleich können wir mit den Dingens, wie heißt es? Wir besetzen immer mehr, unsere Truppen sind echt leid. Die letzten Wüster. Wollen wir uns keine Gedanken mehr drum machen. Wir können jetzt mal ein Friedensangebot an Dingens machen. Gucken, dass wir da ein bisschen besser bei rauskommen. Machen wir gerade eine Pause rein, bevor die wieder eins machen. Also es kann doch nicht sein, dass das jetzt hier nicht funktioniert, oder doch? So, denen geben wir das. Retell. Gehen wir alles auf. Nee, das nicht. Das entlassen wir. Nation lassen wir frei. Da können wir machen. Das ist gar kein Ding. Ne, wer ist? Wo sind die? Mittendrin? Ne, das ist doof. Daufner können wir freigeben. Champagne. Das wären drei Ländereien. Ja, das würde unser Land teilen, das bringt dann nichts. Rouennais, wo sind die? Mittendrin. Berry. Das geht auch nicht. Was haben wir hier noch? Auch mit Schottland aufkündigen, können wir auch machen. Irgendwie bringt mir das jetzt gerade nichts, ne? Das aufgeben. Was wollen wir noch alle aufgeben? Angebot entfernen. Weiterlaufen lassen. Wir nehmen das nächste Angebot an, was da kommt, weil sonst klappt ja sowieso nichts. Traurig, aber wahr. Wo sind unsere Truppen überhaupt? Wahrscheinlich irgendwo im Urlaub oder so. Aufgerieben. Ich sehe sie gar nicht. Ach, da unten sind sie. Oh, machen wir die Soldatenzahl weg, die können sowieso nicht kämpfen, da können wir sie auch gleich vergessen. Ja, Portugal ist jetzt auch noch im Boot, wollen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ja, 54 Truppen aus England sind jetzt auch schon eingetroffen. Das nächste Angebot können wir definitiv hier nur annehmen, egal was passiert. Okay, Frankreich ist kaputt. Ja, jetzt haben wir nur noch gegen England den Krieg. Aber da die ja so viele Truppen haben, brauchen wir uns da auch gar keine Sorgen mehr drum machen, oder? Da kommen wieder 5 Einheiten mehr. Ja. So,
So, jetzt müssen wir gegen die Engländer und Portugiesen was tun, ne? Das da unten können wir aufgeben, Portugal. Das bringt uns sowieso nicht weiter. Hier sieht es gerade auch nicht gut aus, ne? Immer befreit. Das will ich auch noch wieder haben. Da kommen nochmal 4 Truppen. Gegen die müssen wir jetzt mal vorgehen. Das hat anders keinen Sinn, ne? Die Engländer müssen wir endlich angreifen. Jetzt hauen die ab. Und die haben die Möglichkeit abzuhauen. Und wir kommen nicht hinterher, ne? Das ist traurig, oder? 19, 16, alles prima. Und wir greifen die 3 an und dann kommen jetzt die 19 schneller zur Hilfe, wie wir die schlagen von den 3000. Das glaubst du nicht, oder? Das glaubst du nicht. Naja, wenigstens das haben wir mal geschafft. Aber die sind jetzt schneller drin wie wir raus, oder? Na, Glück gehabt. So, die verziehen sich wieder, kommen aber gleich wieder. Weil wir hier unten aufräumen wollen. Ne, gehen wieder zurück. Das befreien wir und dann gehen wir unten Portugal zeigen, wer der Hammer hängt. Macht ja keinen Sinn. Anders. Wir können schon wieder irgendwas bauen. Barack. Dann weg. Truppen. Und dann geht's hier hin. Wie, das geht nicht. Wir sind nur mit denen in Krieg. Und das geht dann nicht? Du glaubst es nicht. Kaum zu glauben. Ja. Okay, wenn der Staatsehe mit den... Können wir die dann nicht irgendwie dazu rufen? Gut. Hier, das müssen wir befreien. Labort, Ammoniak. Und wir haben Militärzugang, das heißt, wir können auch Portugal jetzt zeigen, wo es lang geht, oder? Und wenn das blau ist. Kämpfen da oben alle so lange, ne? So, und jetzt hier hin. Das geht jetzt nicht, oder was? Wir haben noch Militärzugang, denke ich. Meine Güte, ist das komisch. Ja. Super. Jetzt muss ich da weg.
Und die werden schneller hier sein, wie ich weg sein kann. Tja. Ich nehme mal die Inflation, weil wir sowieso kein Geld haben. Ja, guck mal, wie die rennen und wir sind im Schleichgang unterwegs, ne? Jetzt, pass auf, jetzt haben sie uns, weil wir nicht wegkommen. Ja, guck mal, das sind 10 Portugiesen und 8 Engländer rein. Theoretisch können wir einen uns davon schnappen, aber da die zusammenhalten, haben wir dann ein kleines Problem, ne? Und können wir noch Truppen ausheben? Nö, kein Geld. Das ist das größte Problem. Ja, haben wir irgendwie eine Chance? Glaub nicht. Wir verschulden uns gerade hoch wieder. Frieden verhandeln. Tribute können wir ja bezahlen. Hier Picardy vielleicht. Und wann sagen sie ja? Wenn wir ausgelöscht sind, ne? Ne, noch nicht mal dann. Aha. Das Angebot können wir dann auch entfernen, weil das bringt es ja auch nicht, ne? Tja. Wir können in eine Technologie investieren. Gericht. Okay, machen wir doch mal. Jetzt Gerichte bauen. Bringt uns aber auch nicht so wirklich viel, ne? Häfen werden blockiert, Unruhen. Wir sind immer noch im Krieg mit England und Portugal. Friedensvertrag anbieten. Das wollen sie haben. Das wollen sie haben. Das wollen sie haben. Das sollen wir als Dingens aufgeben. Wird an Provence zurückgegeben, Auvergne. Nation entlassen, Berry, Bourbonnais. Kastil aufkündigen. Kriegsreparation bezahlen und die Niederlage eingestehen. Und die kann ich noch nicht mal anklicken. Und was dann? Dann sind wir schon nicht mehr Frankreich, ne? Dann können wir uns das auch sparen. Gut. Ja, irgendwie, auf was warten wir? Das ist jetzt die Frage, ne? Ich bräuchte jetzt ein Friedensangebot, glaube ich, oder sowas, ne? Das sind 11 Portugiesen. Komme ich hier irgendwie weiter? Nein. So, das ist dann das Ding gewesen. Jetzt sind sie vereint, 38 gegen 12. Wollen wir uns keine Sorgen machen.
Ja, was soll's, ne? Was soll's? Was soll man da noch machen? Das ist die Frage. Hier ist nichts mehr drin. Alles aufgerieben. Die hauen auch nicht vorher ab, die sind voll doof, ne? Jetzt hauen sie mit zwei Leuten ab oder sowas da. Drei. Super, ne? Respekt. Jetzt können wir noch ein großzügiges Angebot von denen abwarten, ne? Damit das Land nicht gespalten ist, müssen wir hier noch ein Bourbon befreien. Kriegen wir aber nicht hin, weil die uns jetzt hier gleich wieder aufhalten werden, oder? Die gehen noch rein. Und da kommt auch kein Friedensangebot oder sowas. Nehmen wir die 10 mit diplomatischen Macht. Ich hätte ja gerne gewusst, wie ich den hier einsetze erstmal, ne? So, jetzt gehen die uns gleich wieder auf den Senkel. Dann sind unsere letzten drei Einheiten auch kaputt. So sieht's aus. Das hat sich erledigt. Werkstatt. Ja, alles wird von England besetzt. Kriegen mit denen gar keinen Frieden hin. Niederlage eingestehen können wir ja machen, aber es bringt alle nichts. Können warten, bis wir vollends geschlagen sind. Interessanterweise konnte ich hier raus, aber ich konnte nicht wieder rein. Das heißt, ich konnte auch gegen Portugal nichts tun. Ja. Was soll's, ne? Jetzt wird gleich alles von England besetzt, da brauchen wir uns keine Gedanken mehr drum machen. Können wir in der Staatsehe mit eingehen. Was mit denen? Haben wir schon. Die wollen keine. Können wir dann abbrechen? Den haben wir wohl eine, oder? Die Engländer besetzen unser Land jetzt komplett, bis auf da oben, aber das kriegen sie leider auch noch. Und dann haben wir hier noch so einen Streifen von drei Ländereien, die uns dann auch nicht mehr viel bringen, ne? Ja. Oh, da kommt das erste Friedensangebot. Ich glaube, das akzeptieren wir gleich, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wohl auf. Okay. Oh, das sah ja richtig gut jetzt aus. Orléans haben wir verloren, oder wie sehe ich das? Und hier die beiden Länder rein und das war's. Ja, das ist ja glücklich gelaufen, wa? Können wir gleich die Beziehung verbessern. Ja. So, da sind wir los.
Wir haben gar keine Truppen mehr und stehen gerade doof da. Wir haben noch einen Diplomaten, den haben wir noch nicht unterwegs. Gucken wir mal hier, Beziehungen verbessern. Können wir dann senden. Ja, und dann müssen wir das aufbauen, was wir nicht mehr haben. Und dann weiterschauen. Ja, gut, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.